Bonjour Leute, hi, herzlich willkommen zurück. Nicht ganz Spanisch, sondern Französisch, aber hey. Ja, buenos dias. Wir sind zurück und haben heute das Spiel gegen Real Sociedad auswärts in 6 Tagen. Bevor jetzt noch einen interessanten Scout-Bericht, und zwar sollen wir Sergio Arribas anschauen von Real Madrid, dessen Vertrag ausläuft. Ist 20 Jahre alt und die empfehlen ihn. Ich finde eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, was ihr dazu meint. Das ist so ein Spieler, den man sich, glaube ich, echt sparen kann, oder? Ich habe mich gerade voll gefreut, dass ich das gesehen habe, und das hier, scheinbar kann er sich noch ordentlich verbessern. Aber mir gefällt der gar nicht. Ich würde den vielleicht für die zweite Mannschaft nehmen, aber der will sicher die Optionen offen halten. Eigentlich wollte ich euch gerade mit einem schönen neuen Talent begrüßen hier und dann sowas. Pep hat sich übrigens gerade verletzt, nach dem Spiel jetzt. Also scheinbar beim Spiel der B11. Der wird jetzt vom Physio betreut für die nächsten 3 bis 4 Wochen. Sehr bitter natürlich. Und ja, was ich generell noch schauen möchte, ist, wie sieht es mit den Mitarbeitern aus im Sommer? Bartland steigt wieder voll ins Training ein. Haben wir hier noch einen Torhüter von Real, den können wir uns schenken. Wie schaut es mit den Mitarbeitern aus? Weil jemand von euch auch gemeint hat, dass ich zu wenig auf die Mitarbeiter der B11 schaue. Also, das werden wir dann generell auch noch machen. Ich möchte nur noch schauen, laufen da einige Verträge aus dem Sommer bis da eigentlich? Das heißt, wir sollten uns vielleicht mal generell anschauen, mit welchen Mitarbeitern wir weiterarbeiten wollen. Pedro Contreras, boah, den kenne ich noch. Ja, genau, der war bei Real Madrid Torhüter. Kann mich schon noch erinnern. Ist eigentlich ein solider Torhüter, wobei ich sagen muss, ich finde halt die Kombination mit den mentalen Fähigkeiten ganz gut. Umhauen tut er mich aber eigentlich gar nicht. Also ich glaube, da könnte man durchaus was Besseres finden. Dann haben wir hier einen Assistenztrainer. Auch da kann man sagen, geht aber sicher besser. Duda. Ist der Duda? Kenne ich auf jeden Fall noch. Jugendabteilungsleiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da werden wir einige Verträge auslaufen lassen. Das passt dann eh zu dem, was ihr gefordert habt. Der ist Fitnesstrainer und Chefphysio. Als Fitnesstrainer finde ich den eigentlich ganz in Ordnung. Warum der Chefphysio ist, ist mir allerdings ein Rätsel. Also als Fitnesstrainer würde ich sagen, werden wir schauen, dass wir den verlängern. Aber der kriegt keinen zweiten Job. Fitnesstrainer, und schauen wir, dass wir das Gehalt ein bisschen drücken. 161.000. Nein! Der will einen. Ja, dann kriegst du einfach keinen zweiten Job. Dann kriegst du auch den ersten, aber nicht. Nacho Oria, Fitnesstrainer. Ja, das ist ganz gut. Disziplin könnte besser sein, aber an sich finde ich den in Ordnung. Verdient jetzt 131.000. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Es ist halt schon so, dass man dann auch immer wieder mal mehr zahlen muss, aber wenn sie es wert sind, ist eh okay. Co-Trainer. In den Werten könnte er besser sein, David Onega. Ansonsten hat er schon sehr, sehr, vor allem die mentalen Fähigkeiten sind schon richtig gut. Er ist aber auch nicht der billigste. Muss man ganz ehrlich sagen. Da werden wir aber trotzdem verlängern. Mit dem bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Und die Fähigkeiten schauen gut aus. Miguel Zambrana ist aktuell Assistenztrainer bei uns. Mental wieder super. Motivationsfähigkeit 1. Könnte besser sein. Und dann haben wir den hier. Fitnesstrainer, den können wir auslaufen lassen. Und genauso werden wir es. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mit den Mitarbeitern, vor allem im Sommer. Weil da viele Verträge auslaufen, und dann schauen wir, dass wir da vor allem Personal mit Qualität holen. Da sind natürlich auch dann viele Verträge schon ausgelaufen. Das heißt, wir können denen dann quasi wirklich vielleicht dann auch ablösefrei was anbieten. Wenn da bei anderen Mitarbeitern von anderen Vereinen was ausläuft. Real Sociedad Jorge Jesus vor der Entlassung, unser nächster Gegner. Da habe ich natürlich nichts dagegen. Wenn wir den jetzt in die Krise schießen. Also ob er entlassen wird oder nicht, ist mir jetzt grundsätzlich wurscht, aber ja. Cardoso bis zu 2 Wochen verletzt. Haben wir eigentlich für Nationalspiele Munir, Aarons, Barré und Butland. Butland in Englands Nationalteam. Einige U21-Spieler und ja, U23, unter anderem unser junger Torhüter Albert. Vor allem, dass der schon U23 spielt, der ist erst 18, das finde ich auch ziemlich cool von ihm. Dann haben wir Länderspielpause mit dem einen Testspiel, das ich aber nicht überspringen werde, das werden wir auf jeden Fall herzeigen.
Aber dann sehen wir wieder ein paar Spieler aus der zweiten Mannschaft. Oder aus der, also von der Ersatzbank. Den finde ich jetzt gar nicht so uninteressant. Juan Miguel Lataza könnte man durchaus für die B11 holen. Ich denke mir, wenn er nicht zu teuer wäre, aber ich glaube, der hat. Ja, der will eh momentan nicht reden. Können wir auf die Auswahlliste tun. Der wäre vielleicht interessant, falls wir Lorenzo Gonzalez in die erste Mannschaft holen im nächsten Jahr. Esteban Aparicio. Ja, da sagen sie nicht viel Talent nach. Sergi Santos, Innenverteidiger von Real, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Das wäre so ein klassischer, den ich zu B11 hole. Will der? Will auch noch nicht. Ich glaube, dass die alle deswegen noch nicht verlängert haben, weil die sich die Optionen offen halten wollen. Der ist uninteressant. Pablo Ramon, wieder ein Innenverteidiger von Real. Naja. Ah, nein, muss auch nicht sein. Butlin schließt Intensivsprachkurs an. Er kann sich auf Spanisch verständig machen, aber man kann ihm einen weiteren Kurs fallen. Ja, das ist oft so mit den englischsprachigen Ländern. Die lernen dann sonst nicht viel, weil jeder Englisch kann. Da muss er sich dran gewöhnen. Rechts übrigens unser nächster Gegner im Test dann Estoril aus Portugal. So, für die B11 verfügbar. Diego Serra, nein, der ist noch angeschlagen. Da musst du echt jedes Mal reinschauen. Albert auf jeden Fall und Harvey Elliott, nein. Ist ein Testspiel? Nein. Elliot könnte ernsthaft spielen, weil er noch so jung ist. Cool. Fitnesstrainer verlängert. Dann freue ich mich schon auf die Mitarbeitersuche im nächsten Jahr. Jesus spricht über Strategie. Auch interessant. So, also jetzt ist zumindest niemand mehr negativ aufgefallen. Das heißt, auch Sergio Gomez hat sich vom Training her ein bisschen verbessert. Und dann hoffe ich, dass wir gegen Sociedad jetzt ordentlich liefern. Weil das wäre jetzt natürlich wichtig. Ein Verein in der Krise, ein Verein, der relativ knapp ist hinter uns. Und ja, gerade jetzt steht mehr oder weniger ja schon die Schlussphase der Saison an. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Ich glaube, wir haben jetzt noch 8 Spiele. Das heißt, so viele Punkte sind da jetzt auch nicht mehr zu holen. Es wird also immer spannender und knapper, die ganze Geschichte. Und da werden wir auf jeden Fall uns anstrengen müssen, dass wir da wirklich international spielen. Das wäre natürlich ein Traum, auch wenn es nur die Conference League wäre. Ich würde das sogar ganz cool finden, wenn der Conference League hast, vielleicht sogar wirklich Chancen. So, Maroons Leihvereinbarung, der spielt anscheinend nicht dort. 6 Einsätze, ist jetzt nicht so wenig. Bei einer anderen Position, das ist mir wurscht. Sergio Gomez könnte sogar 45 Minuten spielen, sehr cool. Butland kann spielen. Cardoso ist jetzt verletzt, dann nehmen wir den jungen Morato mit. Passt eh super. Statt dem Rosanas nehme ich den Quintilla mit. Links hinten ist mir lieber. Elliot können wir mitnehmen für. Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir tun Bertolacci. Nein, nehmen für Isidor mit. Sonst habe ich zu viele Leihspieler auf der Bank. Und dann lasse ich ihn auch gleich spielen. Schauen wir, dass Gaspar dann wieder von der Bank kommt. Ein Spieler braucht noch eine Rückennummer. Nein, muss ich dem jetzt die 9 geben? Nehme ich doch einen anderen mit. Ich möchte ihm nicht die 9 geben. Muss ich das jetzt wirklich machen? Ach, notgedrungen spielt Quintilla innen. Nein, ich habe schon abgegeben. Ich muss dem wirklich die 9 geben. Eine Nummer, die ich eigentlich für Pellegrini fürs nächste Jahr reserviert habe. Ärgert mich jetzt sehr. Die haben 3 der letzten 5 Spiele gewonnen. Aktuelle Formtabelle Platz 5. Okay. Und ich rede davon, sie in die Krise zu schießen. Da wundert mich, dass dann der Trainer trotzdem angezählt ist, aber okay, die haben halt wahrscheinlich einfach mehr Qualität, als da irgendwo im unteren Mittelfeld rumzutümpeln. Verstehe ich schon. Bikini, Elliot. Isa ist schon wieder verteidigen, oder? Natürlich. Hat man gerade gut gesehen, wie weit er hier hinten eigentlich ist im Vergleich zu Lykogianis.
Den stellen wir jetzt auch wieder auf Support. Ja, das macht bei uns schon viel aus. Unsere beiden Flügelverteidiger. Stefanovic, Marquez, nein. Erster Versuch, Areola im Tor. Ja, die haben einen echt guten Kader. Die haben wirklich Marcelo Brozovic auf der Bank sitzen. Jan und Zai, Isak. Wenn Danilo ist denn das? Ja, Danilo. Die haben einen richtig guten Kader, dann verstehe ich erst recht. Die müssten mit dem Kader wahrscheinlich zumindest auf den Euroleague-Plätzen sein. Also das wird eine ganz, ganz schwierige Partie, glaube ich. Zu 0. Schuss aus 25 Metern und ich glaube keine Chance für Butland. Nico Giannis klärt, aber wir kriegen den Ball nicht weg. Gegner bleibt den Ball besitzt, der nimmt den anderen mit. Er ist, glaube ich, für den Torhüter schwer. Also der sieht ihn, glaube ich, relativ spät, weil da so viele Leute dazwischen stehen. Und er war jetzt nicht schlecht geschossen. War jetzt nicht komplett ins Kreuzeck unhaltbar, aber glaube ich gut genug, um dem Torwart keinen Vorwurf zu machen. Und hier sehen wir es. Fehlen da ein bisschen die Anspielstationen, habe ich so das Gefühl. Jetzt mal ganz gut gelöst. Oscar. Unnötiger Pass. Und damit ist der Gegner wieder im Ballbesitz. Nächste Offensivaktion für Sociedad. Die sind ja Rivale von Athletic Bilbao, kommen also aus der gleichen Region. Sind so wirklich der einzige Verein, wo Bilbao wirklich gute Spieler herverpflichten kann. Wenn die natürlich dort aus der Jugend kommen, meine ich. Ja, wir müssen auf kontrolliert zumindest gehen. Sehr offene Partie, wenn man sich die Statistiken ansieht. Oscar gut rechts raus, Elliot, Bikini, zweimal abgeblockt, einmal war es glaube ich der eigene. Cuenca mit dem guten Antritt hat das sehr gut gelöst. Angespielt, Elliot, Bikini super rausgespielt, Isa, Marquez, Traum. Super Kombination, Marquez trifft wieder. Und Isa mit einer schönen Offensivaktion, zum Glück haben wir den noch auf Support gestellt. Ganz schöne Aktion, muss man wirklich sagen. Elliot mit der Ferse zurück, Sekini in die Tiefe und Isa sofort in die Mitte. Marquez ist jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen besser in Form, hat man so das Gefühl. Er trifft zumindest hin und wieder. Isa mit dem Tackling. Marquez, was macht er jetzt? Legt kurz ab. Stefanovic. Gut im 1 gegen 1. Da verliert er, aber wir haben ihn noch. Luka Giannis und Sekini per Kopf. Guter Versuch. Also wir sind jetzt am Drücker. Chancen haben wir sogar mehr. Stefanovic, muss man ganz ehrlich sagen, der hat sich an den Level, an das Niveau ziemlich gut gewöhnt. Jetzt haben wir Riesenglück gehabt. Also, da ist nicht so das Gefühl, dass der Eingewöhnungsphase braucht. Elliot mit dem Freistoß. Kommt er, aufpassen. Bikinis Tackling landet beim Gegner. Isa. Alter, wie stellt denn er sich an? Natürlich ist das Elfmeter, wenn er so reinkrätscht. Eins zu zwei. So verschenken wir es wieder. Das ist so unnötig. Zum einen überhaupt unnötig, dass du so in den Konter gerätst und zum anderen einfach so ein dummes Tackling. Das
sagt, dass sie Pech gehabt haben, weil eigentlich spielerisch immer gut drauf. Ich möchte jetzt nicht zu kritisieren, weil sonst sind sie vielleicht nervös oder sonst was. Setzen sich dann auch noch zu sehr unter Druck und dann gelingt gar nichts mehr. Der Kukjanis hat heute eine 6,3. Gute Balleroberung. Wieso schlägt Isa den Ball wieder irgendwo hin? Der eine Gegner war da in der Nähe, der ihm ausliegt. Und dann hat er eine Note von 7,1 und kriegt auch noch gelb. Sorry, Leute, aber das ist wirklich nervig. Also, so geil sein Assist auch war, so viel patzt er da gerade herum. Vielleicht jetzt mal eine Konterchance für uns. Stefanovic, das war schlecht. War richtig schlecht. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass das heute nichts wird. Isa verliert das Kopfballduell. Und zum Glück haben wir jetzt Länderspielpause. Ich hoffe, dass Tavares dann wieder fit ist. Bikini schön links raus. Stefanovic mit der frühen Flanke. Die bleibt bei uns. Elliot. Ariola mit einer Traumparade. Der hätte super ins lange Eck gepasst. Wieder kriegen wir über Isa, also über seine rechte Abwehrseite, eine gefährliche Chance vom Gegner. Weil er sich halt einfach viel zu leicht durchsetzen kann. So, jetzt Stefanovic, bitte mach es besser. Elliot hilft dir, stattdessen gehst du in ein 1 gegen 2. Ein Laufpass auf Elliot und dann kann er selber in die Mitte gehen, aber stattdessen hält er den Ball zu lange. Isa. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich Paré rechts hinten reinbringe. Aber ist der eigentlich echt nicht so schlecht? Ich weiß nicht, was der für eine Partie heute macht. Butlin packt sich hier zu, gefährlicher Kopfball. Und der hat noch immer Note 7,2, weil er einen Assist gemacht hat. So, ich bringe jetzt Elliot. Ich bringe jetzt Panadero für Elliot. Vielleicht kann er jetzt irgendwas bewirken als Flügelspieler. Und jetzt werden wir dann richtig offensiv. 75. Wir gehen hier auf offensiv. Wir erlauben Rollon mitzugehen. Stefanovic stellen wir auf. Können wir ihn sogar auf Außenstürmer-Attack stellen. Ich würde fast sagen. Aber jetzt brauchen wir einfach Power. Als kompletter Stürmer kommt interessanterweise Marquez jetzt etwas besser zur Geltung. Das habe ich irgendwie jetzt komplett verpeilt, dass wir ihn so eingestellt haben. So. Um noch offensiver zu werden, werde ich Rollon rausnehmen und Zecchini zurückschieben. Wir könnten theoretisch hier wirklich das so machen. Das ist jetzt wirklich offensiv. Vor allem, weil Zecchini auch die Eigenschaft hat, immer wieder nach vorne zu gehen. Aber wir müssen es probieren. Wenn wir schon im Rückstand sind. Lukianis geht auf Nummer sicher, passt zurück. Butland sehr gut auf Zecchini. Gaspar. Stefanovic. Wieder packt Ariola gut zu. Er macht die Sache nicht schlecht heute. Cuenca Barré klärt. Marquez hat den Konterschuss. Alejandro Marquez gut im 1 gegen 1. Dann holt er leider nicht den Freistoß raus. Isa. Gut gelöst. Und Oscar knapp daneben. So. Entweder hier als Schattenstürmer oder vorne als pressender Stürmer. Ich glaube, ich bringe ihn als zweiten Stürmer. Hängende Spitze ist sonst, glaube ich, auch okay.
arbeitet er wenigstens auch ein bisschen mehr nach hinten mit. Wenn du nur offensiv hast und keiner, der hinten arbeitet, dann hast du das Problem, dass du natürlich nicht in die Situation eines Ballgewinns kommst. Echt geil, ESA, Spieler des Spiels. Nein, der ist drin. Sierhaus nach Vorlage von Isa. Macht der, Entschuldigung, Bastard, einen zweiten Assist? Ah, na, ich freue mich eh. Aber ich finde es einfach witzig. Ja gut. Okay. Dann bleiben wir mal so. Da kann ich nicht mal auf ihn sauer sein. Trifft er einmal? Oder macht er eigentlich zwei Assists? Getroffen hat er nicht. Und verschuldet halt eins. Das war ein Schuss und Sierhaus fälscht ihn einfach ab. War absichtlich nämlich. Echt genial. Muss nur nicht vergeigen. Isa, am besten geh einfach schon in die Kabine. Und mal kurz zusammenreißen. Kein Problem für Badland. Es müsste jetzt also gewesen sein und wir holen uns hier verdient noch einen Punkt auswärts gegen Real Sociedad, so ist es. Ja, ganz wichtig, weil es war ein starker Gegner, also ihr habt die Namen gesehen, die sind richtig, richtig stark. Da kann man sie durchaus loben, damit bleiben wir auf jeden Fall wieder ungeschlagen jetzt. Legen wir wieder eine kleine Serie hin, das ist gut so, das ist absolut in Ordnung. Jetzt haben wir dann Estoril. Super Joker Sierhaus. Das freut mich natürlich auch, dass der endlich mal trifft. Gönne ich ihm auf jeden Fall auch. Jede Menge Scouting. Jordi. Ich muss sagen, da haben wir bessere Flügeltalente. Rechts hinten haut mich jetzt auch nicht um. Da haben wir eigentlich Rosana sonst. Der könnte interessanter sein, ist 1,90. Kann man den für die BL vielleicht verpflichten? Der will sich auch offen halten. Ich glaube, die können wir alle nur auf die Liste setzen. Den finde ich eigentlich echt okay. Der wurde uns ja vorhin schon empfohlen im letzten Part. Nein, jetzt habe ich ihn von der Auswahlliste entfernt. Ich finde ihn okay, da kommt es davon, was er verlangt. Also ich glaube nicht, dass der was für die erste Mannschaft ist. Aber für die B11, für die dritte Liga, da müssen wir die Kaderplanung ja mit bedenken. Der schon nicht so schlecht. Der wohl auch nicht, aber der ist sehr teuer. Es ist halt schon so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wenn du einen Spieler von Barca oder Real verpflichtest, dass die halt sich dann halt wirklich vorstellen, weil sie von Real kommen, dass sie da jetzt dann absolute Stars sind. Und das ist natürlich nicht der Fall. Garay. Ist der verwandt mit dem anderen Garay, mit dem Bekannten? Wäre möglich. Die sind alle nicht wirklich interessant. Gut, Johnson, finde ich halt geil. Isländer bei Real Madrid. Interesse sehr zweifelhaft und will viel verdienen. Also ich gehe da jetzt einfach mal auf die Scouting-Empfehlungen und will. Der ist zum Beispiel sehr interessant. Könnte aber wieder teuer werden. Ich setze die halt einfach auf die Auswahlliste. Sagen wir ab 70% setze ich sie auf die Auswahlliste. Bei dem mache ich vielleicht eine Ausnahme, weil der gefällt mir irrsinnig gut. Kann man da schon ein Angebot machen? Könnte man. Schaut ihn euch nochmal kurz an. 18-jähriger Spanier, ich glaube, da kann man schon durchaus die Geldbörse zücken, vor allem. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, was der eigentlich für ein Potenzial hat. Ich setze da jetzt mal auf 80 Millionen, ich gehe bei der Ausstiegsklausel. Ja, lassen wir es mal so. Ihr habt gemeint, ich soll 80 Millionen nicht fix nehmen, weil man sonst die Verhandlungsposition gleich zu Beginn schwächt. Ich mache es jetzt mal so. Jetzt will er 2 Millionen Ausstiegsklausel. Geh mal auf 60, aber an den Rest müssen wir drin lassen. Nach 20 Spielen 1 Million, ganz ehrlich, das wird nichts. Das wird definitiv nichts. Ich kann bei den anderen Sachen noch versuchen, ein bisschen raufzugehen. Ja, dann wird er 500.000 wird er verlangen. Ist halt ein super Talent. Machen wir mit 500.000. Ich werde versuchen, den zu verleihen, glaube ich.
Also wenn er kommt, müssen wir eh abwarten. So, die streichen wir. Streichen wir. Streichen wir. Einen Fall, wir hätten mehr verdient gehabt. Also unverdient war das definitiv nicht. Dass wir mehr verdient haben, auch nicht, aber so ein Mittel, den kann man ja nicht sagen. So, und jetzt treffen wir auf Estoril. Die habe ich übrigens gewählt, weil ich mal gedacht habe, dass das doch ein interessanter Test ist, wo man vielleicht, keine Ahnung, das ein oder andere junge portugiesische Talent findet oder wie auch immer. Da kann es ja sein, dass dann danach eine Scouting-Mitteilung bekommst, dass unseren Scouts was aufgefallen ist. Wäre durchaus möglich. Rafael Leao, ja, sensationell. Wenn das ein der angezeigt wird. Der Torwart des FC Chelsea. Vertrag läuft aus. Aus der Elfen oder von der Elfenbeinküste, den können wir mal weiter scouten. Könnte nämlich leistbar sein. Weil wir dürfen nicht vergessen, in der zweiten Elf, da läuft dann ja der Vertrag oder der Leihvertrag aus. Der Riese, 11. Woche. Also Butland auf der Bank, okay. Da läuft der Leihvertrag von diesem niederländischen Keeper von Ajax aus. Das heißt, wir könnten durchaus wen brauchen für die zweite Mannschaft. Einen zweiten Keeper. Generell werde ich vielleicht dann im Sommer einen Special Part machen, wo wir, keine Ahnung, gegen Ende der Vorbereitung vielleicht dann Kaderplanung für die B11 machen oder so. So stelle ich es mir zumindest mal vor. Ich sehe gerade, wir haben da physisches Training eingestellt für die Woche. Danach, wo wir dann gegen Levante spielen, nee, gar nicht. Ist sehr ausgewogen, okay. So, also gegen Estoril, wer Lust hat, kann jetzt noch dabei bleiben, wenn wir das Testspiel machen. Und dann sehen wir uns sonst gegen Levante wieder. Und wir dann hoffentlich wieder 3 Punkte holen. Jetzt der letzte Part, den ich heute mache, dann gehe ich Buch lesen, traue mich auf den Balkon. Habe mir nämlich wieder ein neues Buch von Tobias Escher geholt. Schlüssel zum Spiel. Review werde ich dann auf jeden Fall auch machen. So. Also gut. Können wir streichen. Wechsel am 1.7. Das hilft mir auch nichts. Torhüter. Spanischer junger Torhüter. Der nicht wirklich talentiert ist, aber so einen könnte ich mir als zweiten Keeper sonst auch vorstellen. Caleb Watts nicht talentiert. Na, streichen wir die halt einfach. Wenn das so wenig angezeigt wird. So, Pep nicht verfügbar. Und dafür können wir Rosanas verfügbar machen. Wieso kann ich den jetzt eigentlich für die B11 verfügbar machen? Das ging bei Rosanas nie. Ach, Cuenca verletzt. Muss unsere neue Nummer 9 ran in der Innenverteidigung. Gegen Estoril. Aber wieso geht das mit Rosanas plötzlich? Konnte den nie verfügbar machen für die B11. Finde ich jetzt interessant. Wenn ich nehme es natürlich gerne. Aber wundern tut es mich schon. Ist ein super polnisches Flügeltalent. Jetzt speichern wir noch kurz. Eigentlich wäre es jetzt schön zu Ende der Part, muss ich sagen, aber ich glaube, ich werde heute mal Überlänge einlegen für dieses Testspiel. Dann sollten die zufrieden sein, die keine Testspiele sehen wollen, weil sie jetzt einfach abdrehen können, ne, nach der gewohnten Zeit. Dann sind die zufrieden, die alles schauen wollen, hoffe ich mal. Versuche immer wieder den Mittelweg zu finden, um alle Zuseher glücklich zu machen. Nicht immer einfach. Weil jeder Mensch sich natürlich was anderes wünscht und erwartet von Let's Plays, ganz klar. So. Diego Serra, maximal 45 Minuten empfohlen. Alter Schwede. Wir haben keinen Torhüter. Es sind alle Torhüter beim Nationalteam. Ist jetzt grundsätzlich nicht so schlecht. Jetzt haben wir halt wieder diesen Benjamin. Gut.
15 Jahre jung, Benjamin. Dann haben wir den Medina, 16 Jahre jung, die es natürlich nicht wirklich gibt. Der ist auch beim Alter Schwede, hätte ich das gewusst. Jetzt kriegen wir keine Mannschaft wirklich zusammen, oder? Doch. Innenverteidiger müssen wir jetzt schauen. Rosanas. Na großartig, wir werden sicher abgeschossen jetzt von denen. Alex Muller kommt mit. Dann haben wir Diego Serra, maximal 45 Minuten, ist auch okay, kann auch mitkommen. Clery war heute bereits für ein anderes Team aktiv. Ist ja super, oder? Rosanas, oh, war heute auch schon aktiv. Dann spielen wir mit Quintilla in der Innenverteidigung. Es sind die beides Linksfüße, also ist wurscht. Bertolacci, Muller, Diego Serra haben wir noch auf der Bank. Sierhaus, pressender Stürmer. Let's go. Ah, das stelle ich jetzt noch ein. Habe ich wenigstens dran gedacht. Na super. Da wollte ich eigentlich einige neue zeigen. Jetzt spielen wir mehr oder weniger eher mit der ersten Mannschaft. Eure Leistung zählt heute wesentlich mehr als das Ergebnis. Namen klicke ich jetzt nicht durch. Aber was ich da so sehe, die haben auch kaum Spielpraxis. Also zumindest die ersten paar, die da jetzt am Ball waren. Wobei ich nicht glaube, dass die so viele Nationalspieler haben. Die kriegen zumindest einen ordentlichen Kader zusammen. Wir hoffen mal, dass der Test jetzt nicht daneben geht. Das ist natürlich für die Motivation dann auch nicht gut. Was macht Gaspar? Bikini 1-0. Super Übersicht, wunderschöner Treffer. Er gefällt mir wirklich Box-to-Box und sehr, sehr gut. Und wenn ein Oscar oder Sergio Gomez dann mal verletzt sind, ist Sergio Gomez jetzt ernsthaft hier schon beim Nationalteam? Jetzt fällt es mir gerade erst auf. Stimmt. Boah. Das finde ich super. Ewig verletzt. Gerade erst wieder ins Training eingestiegen und das Erste, was der Nationaltrainer macht, ist ihn einzuberufen. Das ist immer so, kurz nach Verletzungen, das ist ihnen einfach scheißegal. Da hat man schon das Gefühl, dass es ihnen echt anders ist. Also bei Stars jetzt, die wirklich eine Nation tragen, vielleicht nicht unbedingt, aber bei ganz normalen Kaderspielern eines Nationalteams, die würden nicht sofort nach einer langen Verletzung einberufen werden. Gut, Sergio Gomez ist wahrscheinlich in der spanischen U21 ein ziemlicher Star. Muss man auch dazu sagen. Wir können hier ein paar Spieler durchschauen. Abreu, 20-jährige Portugiese, nicht wirklich interessant. Bikini, der ist motiviert heute. Es tut sich scheinbar viel, ich kann gar nichts anschauen. Rechter Abschlag, Gaspar super links raus, Isidor. Aber gute Parade des Keepers. Es tut sich so viel, dass wir den Kader gar nicht anschauen können. Aber gut links raus auf Rollon, Isidor. Ui, schlecht, schlecht, schlecht. Gegenpressing aber erfolgreich. Gegner spielt den Ball wieder zu uns. Gut gelöst, Isa. Und sie aus mit dem guten Versuch. Aber war schon abseits. Jetzt mal eine Offensivaktion von Estoril. Isa nimmt ihm aber den Ball ab. Gaspar. Oscar Traumpass über 50 Meter oder 40. Isa. Und der macht's gut. Sie aus. Weiter dann Torhüter. Könnten mal geduldig spielen reintun.
so vielen Torchancen, die wir da haben, macht es, glaube ich, wirklich Sinn. Und dann hoffen wir mal, dass wir einfach ein paar gute Torchancen mehr haben. Gepasse hinten. Zecchini jetzt mit dem öffnenden Pass auf dem Flügel, da hast du immer so viel Platz dann schlussendlich. Oscar gut raus, Likogianis und Gaspar per Kopf. Ist halt schwierig aus der Distanz, aber nicht so schlecht gemacht. Wieder gut, Gaspar. Plänkel im Zentrum und wieder der öffnende Pass. Das funktioniert sehr gut. Isidor, Gaspar abgefälscht. Damit das 2:0. Also mir gefällt es auf jeden Fall, wie wir den Gegner da dominieren und in der Hand haben. Die sind immerhin. Die sind ab. Die sind in der zweiten Liga. Zweite portugiesische. Okay. Hab mal gedacht, die sind noch in der ersten. Aber Liga Pro. Sieh aus. 3:0. Wieder Vorlage von Isidor. Also jetzt machen sie es auf jeden Fall ganz gut. Dann haben wir den Müller immerhin noch auf der Bank. Ich weiß nicht, ob wir den spielen lassen sollen. Ich hoffe, dass wir dann im Sommer ein halbwegs brauchbares Angebot kriegen. Gut, rechts raus. Isa, Isidor, sehr gut. Also Isidor bisher für mich Spieler des Spiels. Ein Tor, zwei Assists. Ganz stark. Aber Diego Serra bin ich nur am Überlegen, wenn ja, wo wir den bringen. Es ist auch so einer, eigentlich ein so geiles Talent. Aber ich bin mal bei seinen Positionen irgendwie nicht so ganz sicher. Also hier nach innen ziehend auf links könnte ich mir fast am besten vorstellen. Vielleicht sollte man das. Ah, das macht er eh schon. Inverser Außenstürmer, das könnte er wahrscheinlich wirklich am besten. Ja, dann werde ich ihn auf der Seite bringen, das passt dann schon ganz gut. Nur noch nicht jetzt, weil er hat scheinbar in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja, das will ich dann eigentlich auch nicht riskieren. Alex Müller können wir vielleicht später mal reinbringen. Aber ansonsten sollen sie halt durchspielen, die Jungs. Aber Isidor gibt auf jeden Fall eine ordentliche Talentprobe heute mal wieder ab. Also der zeigt schon, was er drauf hat. Und da sollte man vielleicht versuchen, den noch ein Jahr zu leihen. Eventuell dann auch mit Kaufoption, was ihr ja vorgeschlagen habt oder jemand von euch. Was auch sicherlich Sinn macht. Und ich bringe jetzt den Alex Müller. Das heißt, der darf sich jetzt hier seinen Applaus abholen. Bertolacci bringen wir für Oscar. Bikini darf dann vorgeschobenen Spielmacher spielen. So, Isidor, Likogianis, Ballon. Wo ist die Lücke? Gut gespielt. Und Oscar. Ah, Isidor versucht. Das Geile an Isidor ist ja auch, dass uns der fast nichts kostet. 58.000 Gehalt, das ist für so ein Niveau nix. Bei einem Normalsterblichen ist es doch relativ viel.
Wieder gut gemacht, Müller. Lukogianis, Sierhaus. Bertolacci, komm. Ich bringe den Diego Serra trotzdem noch für ein paar Minuten. Ich möchte ihn vielleicht ein bisschen sehen, wenigstens. Ich lasse ihn als inverser Außenstürmer spielen, weil dann kann er diese Position vielleicht ein bisschen einstudieren. Aber bei dem müssen wir auch sagen, dass der im nächsten Jahr wahrscheinlich den nächsten Schritt machen sollte. Also den werden wir vielleicht verleihen. Sechini mit einem Traumtor, 5-0. Ja, ich würde nämlich echt sagen, ich glaube ja nicht, dass die zweite Mannschaft aufsteigt. Und es wäre schon schade, wenn einer mit seinem Talent in der dritten Liga spielt. Also ich glaube schon, dass der jetzt mit 19 Jahren 6,5 Millionen Marktwert fast, 6 ein Viertel, dass der jetzt den nächsten Schritt machen muss. Ich weiß nicht, ob es für die erste Liga reicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er bei einem stärkeren Team in der zweiten Liga unterkommt und dort mal ein Jahr spielt. Und dass wir Pep, unser zweites großes Talent, jetzt wirklich am Flügel ranbringen, dass der dann vielleicht diese vakante Rolle des Isidor, wenn sein Vertrag ausläuft im Sommer, übernimmt, dann hätten wir es schon ganz gut, muss ich sagen. So, und jetzt haben wir das hier jetzt eigentlich gleich geschafft. Isa, komm schon. Gut. Sehr schön, das heißt, wir gewinnen diesen Test mit 5-0 und damit können wir, denke ich, sehr, sehr zufrieden sein. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Einschalten. Im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Duell mit Levante. Schauen wir mal, wie es da weiterläuft. Ich hoffe mal gut. Schlussphase der Saison steht mehr oder weniger vor der Tür. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bis bald. Ciao.